Ein Bär auf Koks, der Menschen jagt? Die Handlung von Cocaine Bear klingt total verrückt, beruht aber laut Trailer auf wahren Begebenheiten. Aber wie viel davon stimmt wirklich? Tatsächlich stürzte 1985 ein Flugzeug mit kolumbianischem Koks an Bord in den Wäldern von Georgia ab. Verantwortlich dafür war dieser Typ hier, Drogenschmuggler Andrew Thornton. Der ist von Kolumbien aus in die USA geflogen, verfolgt vom FBI. In Panik hat er dann einen Teil von den Drogen aus dem Fenster geschmissen und ist selbst hinterhergesprungen. Weil sich sein Fallschirm aber nicht geöffnet hat, hat er das Ganze nicht überlebt. 3 Monate später hat man dann einen toten 80 Kilo schweren Schwarzbären gefunden. Laut Gerichtsmedizin war der Magen des Bären buchstäblich bis zum Rand mit Kokain gefüllt. Die Folge waren Hirnblutungen, Atemversagen, Schlaganfall. Also die Nummer ging ziemlich schnell für ihn zu Ende. Deswegen ist das mit dem Menschenjagen aus dem Film auch künstlerische Freiheit. Trotzdem ist Pablo Escobar heute ziemlich famous. Der steht nämlich ausgestopft in einem Museum in Kentucky. Noch mehr berauschende Fakten gibt's, wenn ihr jetzt auf Abonnieren drückt.